Ja, Yusuf? Yusuf, staying out of trouble, man? You better believe it, bro. Totally guilt-free. Business, business, business with me. Yo, why does that make me think you're about to ask me to do some dumb shit? Damn, what do you take me for? I'm a giver, not a taker. I don't need anything from you. I want to make a gift of my car to you. It's a special machine, but no, what you have done for me recently is more special. Thanks a lot, bro. You didn't need to do that, though. No, I did. There's a little bit of fun for you in the glove compartment. I think you will enjoy it. All right, man. I'll check that out. Jörn, thank you again. Da bin ich ja mal gespannt, was er für uns vorbereitet hat. Fun in the... Aber die Handschuhfacher weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Egal. Das sollten wir auf jeden Fall abchecken, bevor wir uns die Methode treffen. Und da sollten wir auch nochmal vorher Armando besuchen. Und ja, halt diesen weißen Mann, der schon relativ lange auf unserer Liste da chillt, auf unserer Map chillt, wo ich immer dachte, weiß bedeutet, die sind gar nicht da, was natürlich BS ist. Aber Leute, hört auf mich anzurufen, was geht denn hier ab? Listen, man, I told you, I didn't know shit about who owned them diamonds. Then maybe you should have asked. Instead, you ran around the city making a fool of me. You and your second boss will be killed for this. I will do everything in my power shit. To... I think the signal's dropping, man. Later, bro. As gorillas, once you see Hitler... Jetzt sag mir nicht, dass jetzt hier keiner ist. Das macht mich jetzt natürlich traurig. Sehr, sehr traurig. Hier ist keiner. Oder geht's um ihn hier? Ich denke nicht. Okay. Scheiß auf ihn. Armando. Schutzsichere Weste. Armando, what's up? You got some shit in that van of yours? I need to restock. No can do, El. I got other business on and I don't make no money from you. Call me later, we'll see. Na shit, das war schon mal nix. Dann halt doch, Yusuf. Ja, fahren wir hier mal total schwachsinnig ein bisschen durch die Gegend. Ist das nicht super duper? Super duper, yeah. Bin sehr gespannt, was Yusuf da für uns vorbereitet hat und ob er uns seine komische Goldkarre da schenkt. Ich hoffe, dass nicht wieder irgendein Kopf da als Überraschung ist. Von Köpfen habe ich jetzt genug. Ich war erst am Anfang, als ich den Kopf gesehen habe, überlegen, hey, what the fuck, ich meine, krass Kopf. Aber wem zum Teufel gehört denn der bitte überhaupt? Aber Gott sei Dank wurde es uns erklärt. Also von wegen hier Timur den Rücken decken, ey. Wir mussten unseren eigenen verkackten Rücken decken. Ah, guck mal, die berichten gerade über unseren Einbruch, sag ich mal. Und unseren Kill. Bei diesem Liberty City Rampage. Oh, oh, ja, fahr noch weiter rechts. Ja, tsch, was soll das? Oh, oh. Knappe Geschichte, Kollege. So, mal gucken, was wir jetzt hier sofort Feines haben. Oh, oh, oh. Ja, das ist tatsächlich das Goldene. Erstmal einpacken, ja, spitzenmäßig, wie üblich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hat bestimmt einiges gekostet, das anzufertigen. So, was ist da jetzt Feines drin? Yusuf Super Drop Diamond steht ja jetzt bei Bedarf bei seinem Apartment zur Verfügung. Ja, da ist jetzt hier diese Uzi drin gewesen, oder was? Das sollte jetzt gewesen sein, oder was? Toll, eine verkackte Uzi, ey. Leck mir die Cojones. Auf zu Toni. Aber die Karre ist, glaube ich, ganz cool. Wenn ich ganz ehrlich bin. Was soll das? Luis, hallo, mein Freund. Did you like the car? Did you like the other gift? The gun? Fuck me, bro. Solid gold. All is the best for you, Luis. It makes a statement, doesn't it? Shit, it sure does. Thanks a lot, Yusuf. We are brothers. It is nothing. I've got three more myself. See you soon, my friend. Ach so, die ist aus Gold, habe ich gar nicht gesehen. Sah jetzt aber nicht so goldig aus. Ah, natürlich habe ich jetzt direkt wieder die Polizei angesagt, egal. Aber die Karre ist echt cool, ohne Scheiß.
Also jetzt nicht optisch unbedingt, aber vom Fahrgefühl. Zügig, kommt gut in Kurven. Gefällt mir echt gut. Ladies, half price. If we walk in confident, we have a good time. Okay. Hey, you on the list? Yes. No. Yes. Then you're not coming in. Oh, wait a minute, man. We're relatively important people. We're going in, bro. I don't give a fuck who you think you are. You're not coming in. Come on, man. I'm a VIP. We come here all the time. Hey, Des. Hey, man. Tony? I ain't seen him. Hey, man! Luis! Bro, can you get us in? Hey, Brucey. Yeah, sure. Jesse, take care of them. Thanks, man! Keep it cool, keep it cool. Man, I'm going to see some vagina tonight! You want cream with one, bro? What? Never mind, man. Hey! So I'm going to go get the drinks! Okay! Good seeing you guys, man. I gotta take care of something. Hey, wait, listen, can I just say something, man? Listen, can I just say, the way you dealt with Bori, man, I was really great. Thank you. Hey, Dub, don't mention it, man. Unless you want me to kill him. Maybe. Hey, listen, you know, you're just like me. That's right, you're like a lone wolf. An adventurer. Tough butt. With a sense of this. Not really, bro. I like killing for money. Yes, yes, I know, but that's just your thing, man. What's your problem, what? Man? Nothing. I didn't mean nothing by it. I'm not gay. It's cool, man. Just don't do it again, hey, man. Hey, look, I fucked three girls last night, man. One of them can't even walk. I mean, now. If she could walk before, she didn't need a wheelchair. Like, look, I was just checking to make sure you weren't gay, bro. Yo, not a problem, man. I gotta go. Ich wusste es, Brucey. Ohne Scheiß. Ich wusste es. Habt ihr gesehen, was der mit seinem Mund geformt hat? Haben die nicht übersetzt? I want you. I'm gonna pretend I didn't hear that, sweetheart. Yeah, it's probably best. Krank, Brucey. Steh doch einfach dazu, verklemmter Stängel. Okay, Brucey scheint richtig, richtig nüchtern zu sein, möchte ich mal kurz anmerken. Das ist mal eine angenehme Überraschung. Ach, Gracie. Apparently the kidnappers have asked for these rocks, and we aren't being given much of a choice about it, if you catch my meaning. Oh, great. Angry mobsters, kidnappers, maniacs. Sounds like another fun day. Ja, Luis, wir packen das schon. Das müsste doch jetzt... Ne, ist doch woanders, als ich dachte. Strange, ich erinnere mich doch nochmal an dieses massive Schussgefecht. Ha, aber das war doch woanders, das war doch irgendwie zwischen den Inseln. Oh Gott, ich sollte am besten gar nicht versuchen, darüber nachzudenken, weil da eh nur BS bei rumkommt. Ich sollte aufhören, BS zu sagen, weil BS hört sich voll scheiße an. Bullshit! Hört sich viel besser. Bullshit! Bullshit! Oh, weg. Oh Gott. Wieso fahren wir eigentlich dauernd zu diesem verkackten Scheiß Pier 45? Jetzt muss ich hier die ganze Zeit daran denken, dass hier die Verrückte war, die da unten gesprungen ist. Als sie die sogar dieses Statement dabei hatte, wo drin stand, dass... Ich meine, es ist eigentlich schwachsinnig, ein Statement zu schreiben, wo drin steht, dass ich sie gepusht habe, fällt mir gerade mal so auf. Das hätte sie ja danach schreiben müssen und da war sie ja eigentlich down. Ha! Ich bin ein bisschen verwirrt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so gültig sieht die Waffe nicht aus, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Nee, das sieht doch nicht goldig aus. Oh, sie ist so goldig. Außerdem haben die jetzt hier meine Lieblingswaffe weggenommen, deswegen. Das finde ich ziemlich scheiße. The exchange is on Charge Island. They're called by land. Wusste es doch. I can remember. Ja, also dann fahren wir. These diamonds. What about them? Yo, man. Fable got his claiming ownership and he's got some serious resources. Maybe we should think about handing them over to him. We got two options, Lou. Either we give them to the Russian and Ancelotti kills us, or we give them over to the kidnappers. Gracie lives, or we take our chances with the Russian. Alright, man. Sounds like you got everything figured out. I got nothing figured out. Half the city wants to kill me, but they'll be lucky if they can get a chance before I die of a heart attack. Easy, though. Tony's back. Der wirkt vorhin so.
berechnend, so cool, so. Oh, oh. Als hätte der echt alles im Griff. Das Wasser sieht übrigens ziemlich scheiße aus, muss ich mal kurz anmerken. Nicht schön. Nochmal kurz nachgucken, wo ich überhaupt hin muss. Oh, rechts. Vorsichtig. Vorsichtig. Time to bankrupt ourselves. Ja, ausgezeichnete Idee. Tones. Last chance, D. So you want to hand this stuff over? Sure, I'm sure. Father's gonna kill us if we don't. Yeah, it makes it nice and simple. Yeah, lends a lot of clarity to my thinking. Nico und Peggy. Gracie, you all right? Daddy? The bastards didn't hurt you, did they? She can't speak. We got a gag in her mouth. Give her back, you animals. She suffered enough. Hand over the stuff. Hand over Gracie. I'm here for you, sweetie. Hand over the fucking stuff. All right, calm down. Both of you. Oye, we put the ice in the middle. We walk back. Then you send over the girl. We leave, and you pick up the stuff. Entiende? Sure. Show us the goods. Come back to me, honey. Let her go. Wäre voll witzig, wenn die jetzt die Diamanten auch noch rübergekickt hätte zu uns. Wäre hammermäßig klug gewesen. Interesting, interesting. Yeah. Fucking chomp off our boat! Hey, I'm trying, okay? Tony, you're fucking pathetic! Get the motherfucker off our boat! He can't hear you, babe. Also in a world of his own. Motherfucker! Why do we head out to the Caraways? It's fabulous this time of year! Ah, Tony, you vollidiot! Hey, we ain't getting into no wood chipper shit out here, bitch. Chill. Where is my daddy? He'd have killed every last one of them. Give me a fucking gun. Give me a motherfucking iron. How many of those things that I take? The fucking stowaway's gone. We can go back now and get those cocksucking kidnappers now, you pussy. That's Margaret. Fucking bouncer piece of shit. Go back and get the guys who kidnapped me. Grace, what? They're gonna have to set the fuck up right now. We don't need to be doing this. Start to go to show. You're a fucking joke. You and that old queen are gonna be done here. Oh hey my god. There, muscles, no need to hit a lady. She don't got a mouth like a lady, Tom. And the way she was acting, she was gonna get us killed. I should have given her some pills, but oops. Ah, I took them all. Sleep it off, man. Ich hasse dich, Tony, ohne Scheiß. What's happening? You got Gracie back safe and sound, Tom. I hope she was worth $2 million. You hit her, right? She had a boating accident. Make sure her old man understands that. I don't want to see her again. Okay, sailor. So long. Nee, ja, wir haben nichts hingekriegt. Ausgezeichnet. Ja, ist ja gut, Motherfucker.